knappe 5 cm mehr und der hätte Maß gehabt. Aber der darf noch wachsen. Was ein schöner Trick. Eine anonyme Frage war gewesen zum Thema Kescher, wie ganz schnell das Keschernetz ändern kann. Mausi hat es mir kaputt gemacht bei der letzten Drillaktion. Sie hat den Kescherstock mit einen anderen Stock verwechselt. Also, wie wechsle ich das Ding? Ganz einfach. Ihr seht, hochziehen. Und dann ziehe ich auf der einen Seite einfach immer durch. Ich weiß jetzt, viele sagen, das interessiert auch keinen Menschen. Aber diese Frage war gewesen. Und du siehst, ich halte es relativ eng beieinander. Und ich ziehe es nicht weiter runter, sondern alles relativ kompakt behalten. Die ganze Sache. Ich werde es relativ schnell über der Bühne ziehen. Den letzten Fisch, den ich mit den intakten Kescher gefangen habe, den zeige ich euch auch mal. Und jetzt habe ich das erstmal so. Ja, der letzte Fisch war kein großer gewesen. Ich habe nicht wirklich Zeit gehabt. Und den schneide ich jetzt mal kurz rein. Schöner Fisch. So, Netz ist runter. Und da habe ich dann mir einfach zwei neue Netze bestellt hier bei der Bude. Ganz großen Daumen nach oben, dass es so schnell geht. Und da sind die Teile dann wunderbar eingepackt. Ja, es ist das zweite Netz, was mir dieses Jahr kaputt gegangen ist. Aber was soll's. Also, wie gehen wir weiter voran? Neues Netz. Ganz kompakt die Sache einfach aufwickeln. Quatschen. Da muss man nicht wirklich jetzt drauf achten, wie man das macht. Hauptsache man macht das von einer Seite. Und dann gehen wir voran. Mal gucken, ob man das überhaupt sieht. Ja. Dann halte ich das mal so runter ein bisschen. Dann macht sie ein bisschen besser, dass es nicht so reinpiekt. So. Wir sind gleich fertig. Ja, ich bin mal gespannt, was mit dem Kescher jetzt kommt. Also ich werde dann ganz spontan wieder losziehen für eine ganz kurze Nacht, weil ich muss erstmal zu Hause ein paar Sachen erledigen, die liegen geblieben sind. Und das heißt dann einfach die Sachen genommen, raus ans Wasser, ohne großartige Vorbereitung. So ganz kompakt lassen, immer dran denken, nicht alles gleich runterziehen, ansonsten macht man das Leben schwer. Und das kann man auch wirklich gleich am Wasser machen, ruckzuck. Und so ein Ersatznetz nimmt nicht wirklich viel Platz weg. Wenn man einen kaputten Kescher hat, dann ärgert man sich nur, dass eventuell der Fisch durchfällt. Das ist mir auch schon passiert. So, fast fertig. Ziehen wir die ganze Sache hier runter bis zu dem Teil, wo die Strippe ist. Ja, und dann einfach rübergezogen. Mensch, das geht ja richtig schnell, wa? So. Fertig, fast fertig. Jetzt haben wir hier das Stück, jetzt ziehen wir noch durch. So. Und jetzt ziehe ich das einfach bis hier runter. Haltet hier unten ein bisschen fest, dass wir die gleichen Längen haben. Fertig ist der neue. Das neue Keschernetz. Ja. So, ich werde mal sehen, was ich damit rauskriege. Ansonsten, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. War jetzt kein Problem da, deswegen, ich werde auch nicht sagen, wer es war, ist egal. Neueinsteiger haben nun mal Fragen unter. Wenn ich die Zeit dazu habe, dann beantworte ich die ganz einfach. Ansonsten,